Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, denn wir haben zusammen einen Lesemonat zu besprechen. Ich möchte euch gerne die 6 Bücher, die ich im März gelesen habe, vorstellen. Und wenn ihr Lust habt rauszukriegen, wie ich die Bücher fand, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Leute, der März war ein super Lesemonat. 6 Bücher, das ist für mich ja schon echt gut. Also ich glaube, 6 Bücher, wenn das ist schon der zweite Monat hintereinander, in dem ich 6 Bücher gelesen habe. Richtig cool. Kommt zwar überhaupt nicht auf die Menge an, aber ich freue mich trotzdem einfach, dass ich in so viele Geschichten reinschnuppern konnte. Und ich spoilere euch schon mal ein bisschen, es waren auch wirklich sehr gute Bücher dabei. Und ihr dürft echt gespannt sein, was ich da so habe, weil die Mischung, die ich in meinem To-Be-Read-Pile ausgelost habe, die war sehr, sehr spannend. Und ich hatte auch noch Bücher vom Februar, die mit rübergeschwappt sind. Und deswegen war die Mischung diesmal wirklich sehr, sehr spannend. Und ich fange direkt einfach mal mit dem ersten Buch an, und zwar ist das die Queen of Magic, das Zeichen der Königin von Liane Maas. Dieses Buch habe ich für den Februar gezogen, bei Genre Fantasy war das los, glaube ich, habe ich dieses Buch genommen, das hatte ich irgendwann mal in der Bücherbüchse, deswegen ist das auch so mit einem schönen Farbschnitt, und dieses Buch hat mir tatsächlich, als ich es in der Box hatte, absolut nichts gesagt. Ich habe nichts über dieses Buch gewusst, ich habe es auch relativ lange in meinem Regal stehen lassen und ich hatte keine Erwartung an dieses Buch, muss ich ehrlich sagen. Erstmal, worum es überhaupt geht. Also es geht um die Waise Shay. Also sie ist ein Waisenkind und lebt bei ihrer Pflegemutter und sie hat ein unheimliches Tattoo hier so, was eine Zahl ist, die immer weiter runterzählt mit der Zeit. Und das ist natürlich ein bisschen, erstens sehr, sehr gruselig, weil man ja nicht weiß, was das ist, und natürlich so ein Tattoo, das sich bewegt, auch irgendwie einem Angst machen kann. Und die Frage ist natürlich auch, was passiert, wenn das Tattoo bis null runtergezählt hat? Passiert dann was Schlimmes? Was genau erwartet sie dann? Und eines Tages tauchen dann 2 fremde junge Männer in ihrer Welt auf und erklären ihr endlich, was jetzt los ist mit diesem Tattoo. Und zwar sagt die Zahl, an welcher Stelle der Thronfolge für eine andere Welt sie sich gerade befindet. Und weil in diesem Moment die Zahl schon sehr, sehr niedrig ist, geht es eben darum, sie darauf vorzubereiten, dass sie eventuell die Thronfolge in einer ganz anderen Welt antreten soll. Und das Ganze ist aber auch sehr gefährlich, weil die Anwärterinnen für den Thron meistens sehr, sehr schwer, also sehr, sehr grausam auch zu Tode kommen, weil es Monster gibt, die sie jagen. Denn es gibt im Hintergrund eben eine eine Sache, die ich nicht näher beschreiben möchte, um euch nicht zu spoilern, die dafür sorgt, dass all diese Anwärterinnen in großer, großer Gefahr sind. Die beiden Männer, die beiden jungen Männer, die ihr dann erklären, worum es eigentlich geht, sind ihre Leibwächter, denn in der Welt, aus der sie eigentlich kommt, gibt es für jede Anwärterin auf den Thron einen Leibwächter, der auf sie aufpasst. Und da die beiden schon sehr früh gemerkt haben, dass das alles relativ gefährlich wird, haben sie eben Shay auf die Erde gebracht, um sie dort in Sicherheit zu bringen. Und jetzt, nachdem Shay ihr ganzes Leben hier verbracht hat, kommen die beiden, um ihr dann endlich zu erklären, was eigentlich los ist. Und dann beginnt eine ganz rasante Geschichte, weil sie quasi jetzt trainiert werden muss für den Moment, wenn auch ihr jetzt so langsam dieses ganze lebensgefährliche Thema näher kommt, weil die Zahl immer kleiner wird und sie immer weiter vorrückt in dieser Thronfolge-Geschichte. Und dieses Buch hat mich sehr überrascht, denn man hat hier 4 Perspektiven. Also es gibt 2 Leibwächter, deren Perspektiven man liest. Es gibt Shay und noch eine andere weibliche Protagonistin. Und Shay lebt auf der Erde und die beiden Beschützer und auch die andere Protagonistin leben eben in der anderen Welt. Ich habe gerade ehrlicherweise den Namen vergessen. Aber es ist definitiv cool, weil man halt so 4 Perspektiven hat und die Geschichte immer aus 4 verschiedenen Perspektiven auch liest. Ich persönlich muss sagen, dass ich die Protagonistin, also die, nicht unbedingt Shay und ihren Beschützer, einen ihrer Beschützer so als Dynamik am besten fand, sondern ich fand die anderen beiden super. Also es ist auf jeden Fall für mich der Nebencharakter oder einer der Nebencharaktere viel cooler noch als Shay. Ich fand das irgendwie, das war so eine taffe Frau, das fand ich richtig, richtig cool. Aber es gibt halt 4 verschiedene Perspektiven für jeden was und ich fand es super spannend auch. Also ich bin da sehr, sehr schnell durchgekommen. Zwischendurch hat es ein paar Längen, wenn es um dieses Training geht, wie sie dann halt vorbereitet wird auf ihre
auf ihre Aufgabe oder auf ihre Situation, sage ich mal. Das fand ich jetzt nicht so mega spannend, aber es gibt ja immer auch noch die anderen Perspektiven und da habe ich dann immer auch darauf gewartet, dass ich die anderen Protagonisten wiederbekomme sozusagen. Deswegen konnte ich jetzt am Ende auch nicht ganz die 5 Sterne geben, sondern 4, weil mir diese Geschichte sehr gefallen hat, ich aber nicht mit allen Protagonisten so super warm geworden bin und auch nicht deswegen jede Seite total umgeblättert habe und ganz ungeduldig war. Aber die allermeisten dieser Protagonisten habe ich richtig gerne gemocht und ich fand die Geschichte toll. Und es ist ein Einzelband, wie selten ist das bitte? Also 4 Sterne von mir und auf jeden Fall lesenswert. Also ich hätte es nicht erwartet und freue mich deswegen umso mehr, dass es mir so gefallen hat. Das zweite Buch, das ich gelesen habe, ist Die Beschenkte von Kristin Kishore. Das ist dann für den März auch so gewesen, dass ich das Los Genre Fantasy gezogen habe. Und da habe ich mir dieses Buch ausgesucht, denn in diesem Buch geht es fantastisch zu. Es geht um Katza und Katza ist eine Beschenkte. Das heißt, sie hat eine Gabe. Sie hat die Gabe des Tötens. Das bedeutet, dass sie besonders gut kämpfen kann und es ihr besonders leicht fällt, andere quasi ja, zu verletzen und ihnen Schaden zuzufügen, dann zur Not auch bis zum Tod, ohne dass das wirklich ihr schwer fällt. Und sie wird auch von ihrem Lehnsherren quasi immer wieder auf sehr schwierige Missionen geschickt. Also sie soll für ihren Lehnsherrn quasi andere Leute einschüchtern, weil natürlich viele Menschen Angst vor Katza haben, weil sie eben, ohne es vielleicht auch zu merken, teilweise den Leuten dann halt schneller eben wehtut als normal. Und mit dieser, auf einer dieser Missionen, beziehungsweise sie selber möchte eigentlich nicht das Werkzeug von ihrem Lehnsherrn sein und möchte eigentlich für das Gute kämpfen. Deswegen hat sie eine Art Gruppe ins Leben gerufen, die sich so ein bisschen revolutionär gegen diese ganzen Mechanismus stellen. Und auf einer dieser Missionen für diese Gruppe trifft sie dann auf einen Prinzen aus Lienit. Bo heißt der und sie bemerkt sofort, dass auch er eine Gabe hat, aber sie weiß nicht genau, was es ist. Und die beiden treffen sich auch unter sehr widrigen Umständen, denn sie stehen sich gegenüber so ein bisschen als Feinde, beziehungsweise haben sie nicht den Eindruck, auf derselben Seite zu stehen. Und die Situation klärt sich dann in dem Moment, aber Katza zweifelt so ein bisschen daran, wer er ist und warum er quasi sich dort befunden hat, wo er war. Und später treffen sie sich wieder und dann entspinnt sich so eine Art, Freundschaft zwischen ihnen. Und Katza möchte dann irgendwann ausbrechen aus ihrem Gefängnis, in Anführungsstrichen, dass sie ihrem Lehnsherrn dienen muss. Und indem sie das tut, begibt sie sich auf eine Reise zusammen mit Bo und entdeckt auf ihrer Reise dann aber, dass es in ihrer Welt viel größere Mächte noch gibt, die viel mehr Schaden anrichten als die, wo sie sich gerade daraus befreit hat. Und es ist sehr, sehr spannend geschrieben. Ich finde, sehr jugendlich geschrieben. Also das ist auf jeden Fall auch schon eine ältere Geschichte. Also man merkt es auch, das Buch ist schon ein bisschen älter. Aber ich fand es sehr, sehr gut zu lesen. Ich fand Katza teilweise sehr schwer nachvollziehbar. Also sie hat einen sehr eigenwilligen Charakter. Aber ich finde, das gehört auch zu ihrem Charakter. Deswegen muss es auch so sein, dass sie dann das auch so durchzieht. Das finde ich sehr, sehr gut. Und es ist auch in Teilen wichtig für die Geschichte, dass sie so ist, wie sie ist. Deswegen fand ich das gut umgesetzt. Und da gab es auch eine ganz fiese Wendung da drin. Der Gegner quasi, gegen den am Ende alle eigentlich antreten, den finde ich sehr, sehr fies. Also die Hintergründe zu dem und was der so macht, finde ich sehr, sehr krass und sehr gruselig, diesen Gedanken. Deswegen, das hat mir richtig gut gefallen und das hat mich auch beim Lesen gehalten. Und deswegen habe ich der ganzen Sache 4 Sterne gegeben und ich würde gerne den nächsten Band lesen, weil ich weiß, dass es, glaube ich, noch 2 Bände gibt. Also das hat mich auf jeden Fall überzeugt, die Reihe weiterlesen zu wollen. Jetzt kommen wir mal zu einem Buch, das ich alleine ohne meine Leseliste erstmal nicht gegriffen hätte. Und zwar habe ich im März das Zettelchen Rido würfeln gezogen und habe dann natürlich Rido auch durch meinen Sub würfeln lassen. Und heraus kam Das purpurne Herz von Joanna Courtney und das ist ein historischer Roman. Und ich habe gerade ehrlicherweise keine Lust auf historische Romane. Deswegen war das für mich, in dem Moment fand ich es schade, dass es ein historischer Roman war. Andererseits natürlich auch immer eine Chance, auch mal wieder in die Genres reinzuschnuppern, die man schon länger nicht mehr gelesen hat, einfach um vielleicht auch rauszufinden, dass sie doch
auch jetzt gerade für einen was sind. Somit habe ich das Ganze dann als Chance wahrgenommen und das purpurne Herz angefangen zu lesen. Und was soll ich euch sagen? Es war deutlich einfacher, als ich dachte, das Buch in die Hand zu nehmen, denn irgendwie hat die Protagonistin oder diese ganze Geschichte mich sofort so ein bisschen in ihren Bann gezogen. Es geht nämlich um Edith und Edith ist die Tochter des mächtigen Earl of Mercia und wir befinden uns halt in England im 1055. König Edward hat noch keinen Erben, alle fangen an, sich Sorgen zu machen um die Zukunft des Reiches und Edith ist halt die Tochter von einem mächtigen Earl und die ist in dem Buch am Anfang, ich glaube so 13 ungefähr. Und sie versucht irgendwie so ein bisschen ihren Platz in der Welt zu finden und ist auch sehr neugierig darauf, wie es ist, quasi eine Partnerschaft zu haben, eine Ehefrau zu sein. Und sie ist da schon relativ offen dafür unterwegs. Aber die Männer, die ihr begegnen, die wollen natürlich auch gerne sie quasi ausnutzen, weil sie eben die Tochter eines relativ einflussreichen Mannes ist. Auf den ersten Seiten erfährt man halt dann so ein bisschen so, wie sie jetzt drauf ist, wie sie da mit umgeht mit der Situation und dann passiert aber etwas ganz Schlimmes, denn ihr Vater gerät in Ungnade beim König und wird deswegen vom Hofe verbannt und muss ins Exil. Deswegen flieht sie mitsamt ihrer Familie nach Schottland, nach Wales und in Wales ist es dann eben so, dass sie einen sehr interessanten Mann kennenlernt, und zwar Griffin, den König der Waliser. Und er verliert sein Herz an sie und dann entspinnt sich eine sehr spannende Geschichte um die beiden. Aber ihr könnt euch natürlich denken, dass wenn auf den ersten paar Seiten das schon passiert, das natürlich nicht das Ende der ganzen Sache sein kann, denn da passieren noch ganz interessante Wendungen und auch interessante Veränderungen, die man am Anfang so nicht hätte kommen sehen. Also es geht also um eine Frau oder ein Mädchen, das ganz tief fällt und dann auf einmal Königin von Wales wird. Und dann müssen wir schauen, wie sie mit ihren jungen Jahren mit dieser Situation umgeht. Und dann passieren natürlich noch ein paar unvorhergesehene Dinge, die ich euch jetzt nicht spoilern möchte. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat mir gut gefallen, dass das ein bisschen weniger klischeebehaftet war. Ich finde, in manchen historischen Romanen wirkt das Mittelalter oder beziehungsweise ich glaube, sind wir im Jahr 1055 basically schon im Mittelalter? Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist es halt schon ja eine Zeit, wo das Leben auch sehr einfach ist und wo das alles nicht so romantisch ist, wie man sich das so vorstellt oder wie manche Filme und Serien einem auch suggerieren wollen. Das ist hier schon, finde ich, relativ gut dargestellt, dass das nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass auch die Lebensumstände sehr, sehr schwer sind. Und das, finde ich, kann man gut rauslesen. Deswegen, das war deutlich weniger kitschig, als ich manche historische Romane, die ich zuletzt gelesen hatte und die mir dann noch ein bisschen den Nerv geraubt haben bei diesem Genre. Das hat mir wieder ein bisschen Mut gegeben, dass natürlich auch anders geht. Und hinten gab es auch noch so eine Abhandlung so ein bisschen darüber, wer ist, Menschen und Orte, auch historische Figuren, die da jetzt vorkommen, wie das quasi überliefert ist, wie ungefähr dann die historischen Ereignisse wirklich gewesen sein könnten. Man kann sich das ja immer nur aus historischen Quellen zusammenreimen. Und wie dann die Autorin damit quasi umgegangen ist, das finde ich auch immer sehr gut, wenn man das so ein bisschen einordnen kann. Das hat für mich dann auch nochmal einen anderen Touch, als wenn das so ohne irgendeinen Kontext einem hingegeben wird, diese Geschichte. Also das finde ich sehr gut gemacht. Und es ist auch der Anfang einer Reihe. Ich werde sie auch gerne weiterlesen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt sofort mache, weil ja, dieses Buch hat mir gut gefallen. Ich gebe dem Buch 4 Sterne. Aber ich bin trotzdem immer noch mehr im Thema Fantasy und Thriller gerade unterwegs. Aber ich war trotzdem positiv überrascht und froh auch, dass ein historischer Roman mir trotzdem noch gut gefällt und dass mir dieser Zwang, in Anführungsstrichen, das jetzt lesen zu sollen, trotzdem dann Spaß am Lesen auch gebracht hat. Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem und zwar habe ich hier das Buch Winterkartoffelknödel von Rita Falk, ein Provinzkrimi. Und das Ganze habe ich gelesen, weil in meinem To-Be-Read-Stapel in meinem To-Be-Read-Glas das Zettelchen neues Buch kam und dieses Buch hatte ich euch erst ja vor kurzem in einem meiner Neuzugänge-Videos auch unter die Nase gehalten.
Und ich habe gedacht, das ist so ein Buch, das kann man super gut mal für zwischendurch weglesen. Und ich war leider auch Anfang des Monats März krank und dann war das ein gefundenes Fressen für mich, dieses Buch. Das ist super groß gedruckt, denn ich habe hier noch so einen Großdruck sogar. Also das ist tatsächlich super groß beschrieben und hat tatsächlich auch nicht viele Seiten. Und man konnte sehr, sehr gut durchlesen. Ich hatte ja auch gedacht, ich müsste es jetzt dann schnell lesen, weil Winterkartoffelknödel mir so ein bisschen suggeriert hat, es würde in der Winterjahreszeit spielen. Das ist gar nicht so. Deswegen war es dann auch egal. Aber trotzdem war ich dann froh, dass ich das, als ich krank war, gelesen habe, weil es einfach super in diese Situation passte. Man liegt auf dem Sofa rum, man versteht sonst auch gerade nicht so viel, man ist nicht so richtig an Bord, sage ich mal, aber dieses Buch ist einfach zu lesen und zerstreut auch die Gedanken. Also es ist halt sehr witzig in Teilen auch und deswegen konnte man es wirklich gut lesen. Ich hatte Tatsache aber ein bisschen Probleme, in diesen Schreibstil reinzufinden, weil es aus der Ich-Perspektive und total krass im bayerischen Dialekt. Und ich bin jetzt nun mal von ganz woanders in Deutschland her und deswegen ist es mir schwer gefallen, teilweise zu verstehen, was da überhaupt gesagt wird. Also klar, es werden schon auch einige Wörter hinten dann auch übersetzt. Es gibt so ein Glossar, sage ich mal. Da werden die Wörter dann teilweise auch erklärt auf Hochdeutsch, damit man das versteht. Aber das war jetzt schon so im ersten Moment so, wo man das aufschlägt und das dann so liest, denkt man erstmal so, warte kurz. Und wenn man sich da einmal eingegroovt hat, dann kann man das auch gut durchlesen. Es ist keine Offenbarung. Es ist nicht das krass beste Buch, was es auf dem Planeten gibt. Aber es ist eine super Zerstreuung für zwischendurch, wenn man zum Beispiel krank ist, wenn man viel Stress hat, wenn man im Urlaub ist, wenn man einfach mal wirklich was total Leichtes lesen will, was witzig ist und was irgendwie auch so ein bisschen derb, charmant daherkommt, dann ist das ein Top-Buch. Ich habe dem Ganzen jetzt 3 Sterne gegeben. Ich habe es gerne gelesen. Ist trotzdem keine Offenbarung, brauche ich keine 18 Bände von. Ich habe den zweiten Band aber hier und den werde ich mit Sicherheit auch gerne irgendwann mal lesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alle Bücher davon brauche, weil das das Beste ist, was ich je gelesen habe. Aber ein gutes Buch war es auf jeden Fall. Jetzt kommen wir ein bisschen zu einem anderen Kaliberbuch, und zwar diesem Schinken hier. Es ist einfach so dick wie die Bibel mit 1098 Seiten. Es ist der 7. Band, Throne of Glass, Herrscherin über Asche und Zorn von Sarah J. Maas. Endlich habe ich es geschafft, die Throne of Glass Reihe zu beenden. Das ist der letzte Teil dieser Reihe und was soll ich jetzt sagen? Also es fällt mir sehr schwer, über dieses Buch überhaupt zu sprechen, ohne komplett in Schwärmerei auszubrechen, denn ich finde das wirklich krass, was Sarah J. Maas hier für eine Welt geschaffen hat. Zur Erinnerung, ganz am Anfang der Reihe oder ganz am Anfang treffen wir auf Aelin. Und Aelin ist eine Assassinin und ist gefangen in einem Straflager, wo sie eigentlich denkt, dass sie sterben wird, weil sie halt nicht mehr da rauskommt. Aber sie wird dann eines Tages aus diesem Gefangenenlager befreit von dem Prinzen von Adalan, der sie mitnimmt zu seinem Vater, dem König, und sie zu einem Champion des Königs ausbilden lässt, damit er in ein paar Wettkämpfen quasi in seinem Namen antritt. Und da geht es halt so ein bisschen um ja, die Zerstreuung der Adeligen, sag ich mal. Und der König sucht aber auch nach einem fähigen Mitarbeiter, den er dann später auf Missionen schicken kann, die wahrscheinlich sehr tödlich ausgehen. Und Selena geht diesen Handel eben ein, weil es natürlich besser ist, als in diesem Straflager zu sterben. Aber es gibt halt diverse Hintergründe, weswegen es für sie auch schwierig ist, in den Dienst des Königs zu treten. Und ich muss sagen, die Person, die wir im ersten Band dort treffen und die Person, die wir hier im Buch treffen, sind halt einfach so grundverschieden, wie es nur sein kann. Es ist so krass, was aus Selena in diesen 7 Büchern quasi geworden ist. Ich finde es mega. Also ich finde es richtig krass, wie Sarah J. Maas all diese Details zusammenbringt, all diese offenen Geschichten zusammenlaufen lässt am Ende, wie all diese Fäden am Ende zusammenfinden. Das ist einfach nur episch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach mega gut und ich habe es von vorne bis hinten geliebt. Und ja, es hatte hier und da ein paar Längen, aber ich war einfach super krass erstaunt. Immer wenn man denkt, okay, das ist jetzt eigentlich, glaube ich, relativ banal oder belanglos, kommt irgendwann dieser Moment, wo man das brauchte für irgendwas. Und es ist einfach nur crazy. Das ist richtig gute High-Fantasy-Fantasy
Sarah J. Maas kann einfach solche krassen Welten erschaffen. Ich bin immer noch begeistert. Es gibt von mir 5 Sterne für dieses Buch und eigentlich diese ganze Reihe. Und ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Ich werde nicht sofort mit einer weiteren Reihe von ihr anfangen. Ich habe auch noch so viele andere Dinge, die ich noch lesen möchte. Aber ich wollte definitiv diese Reihe beenden. Habe ich jetzt endlich geschafft und hat mir mega gut gefallen. Ach, und das hatte ich gar nicht dazu gesagt. Das Buch habe ich gelesen, weil es auf meinen 24 für 2024 Stapel lag. Und ich das gerne mir dieses Jahr vorgenommen habe, diese Reihe zu beenden. Und tschakka, haben wir geschafft. Dann sind wir am Ende des Monats März in den Urlaub gefahren für eine Woche. Und da habe ich dann ein Buch mitgenommen, was auf gar keiner Leseliste stand, weil ich es einfach als einfache Urlaubsliteratur identifiziert hatte. Und zwar Miss Merkel, Mord in der Uckermark von David Safier. Weiß ich nicht so genau, wie man es ausspricht. Aber ich hatte euch das Buch ja auch dann vor kurzem schon in meinen Neuzugängen unter die Nase gehalten. Es geht in diesem Buch darum, dass Angela Merkel seit 6 Wochen in Rente ist, mit ihrem Mann und ihrem Hund in die Uckermark gezogen ist und eben in diesem kleinen Ort, in dem sie dann lebt, jetzt so ein bisschen ihr neues Leben für sich annehmen muss. Und es gibt dort ein Rittergut, wo auch Wein angebaut wird, und der Freiherr Philipp von Baugenwitz ist dort der Burgherr, und er lädt Angela Merkel und ihre Familie zu diesem Weinfest, was da veranstaltet wird, ein. Und als sie dann dort unterwegs ist, stirbt leider am gleichen Tag der Freiherr, wird vergiftet, und mit seiner Ritterrüstung, die er für das Fest angezogen hatte, im Weinkeller vorgefunden. Die Tür ist abgeschlossen, er sitzt hinter dieser Tür tot, und alle sagen, es ist Selbstmord. Nur Angela Merkel ist der Meinung, dass das ein Mord war. Und jetzt versucht sie, ihre Theorie zu beweisen. Und ist so ein bisschen drauf und dran, dieses beschauliche Dorfleben in diesem Ort so ein bisschen durcheinander zu bringen. Und das Ganze ist sehr humorvoll geschrieben, sage ich mal. Und es gibt da durchaus Momente, wo man auch merkt, dass es auch sehr doll versucht, lustig zu sein, sage ich mal. Ich hatte, bevor ich das Buch gelesen habe, die Vermutung, dass mir die Tatsache, dass man Angela Merkel ja eigentlich aus den Medien so ein bisschen denkt zu kennen, dass mir das dabei helfen würde, dieses Buch halt gerne zu lesen. Ich muss ehrlich gestehen, dass das genau das Gegenteil am Ende der Fall war. Ich habe es sehr schwer gefunden, mit Angela Merkel, wie ich sie mir in meinem Kopf zusammengepuzzelt hatte, mit der Angela Merkel in diesem Buch zusammenzubringen. Ich meine, Angela Merkel nennt in diesem Buch ihren Mann ständig Puffel. Ihr Mann Achim ist auch super weltfremd und hat so gar nicht verstanden, wie die Welt funktioniert, und sagt dann immer Dinge, wo alle irgendwie innerlich nur die Augen verdrehen und dann versuchen, ihm klarzumachen, dass man das so nicht macht oder so nicht sagt. Und sie hat einen Hund geschenkt bekommen, quasi zur Rente, obwohl sie ja Angst vor Hunden hat. Es ist ein Mops und sie nennt ihn Putin, weil diese Situation, wo er mal die Hunde quasi in den Raum gelassen hat, weil er wusste, dass sie Angst davor hat, dann quasi so ein bisschen da aufgearbeitet wird. Und es sind einfach diese ganzen Details, wo ich einfach so denke, really, würde Angela Merkel das so machen? Ist das ernsthaft jetzt so, wie wir uns Angela Merkel jetzt vorstellen? Es ist für mich einfach schwer gewesen, mich dann zu verabschieden von Angela Merkel als Kanzlerin, sage ich mal, versus wie sie in diesem Buch auftritt. Und das war lustig geschrieben und das hat mir auch gut gefallen. Das ist ein gutes Buch, gar kein Problem, aber irgendwie hat mir diese Tatsache, dass ich Angela Merkel schon vor mir hatte als Bild im Kopf und auch wie sie spricht, so hören konnte, so von dem, was man so von so Reden und so von ihr wusste oder von Interviews, hat mir irgendwie ein bisschen den Lesespaß verdorben, weil ich das einfach nicht so richtig übereinander bekommen habe mit der doch sehr lustig dargestellten Angela Merkel und ihren verqueren Sachen, die sie macht, und auch den verqueren Dingen, die ihr Mann macht. Und es ist einfach irgendwie, ja, es war schwierig. Und ich glaube, es ist einfach vielleicht nicht ganz mein Humor. Da hat mich einfach nicht so krass getroffen. Aber ich fand das Buch trotzdem gut. Es hat mich im Urlaub gut unterhalten. Das will ich gar nicht wegreden. Deswegen hat es trotzdem 3 Sterne von mir bekommen. Aber ich würde jetzt nicht in der Reihe weiterlesen, weil davon gibt es halt noch viel, viel, viel mehr Bücher. Aber ich glaube, ich belasse es bei diesem einen und passt dann.
Zusammengefasst kann man sagen, ich hatte einen sehr guten Lesemärz. Ich habe eigentlich nur gute Bücher gelesen. Die beiden 3-Sterne-Bücher waren jetzt keine Offenbarung, aber trotzdem ja unterhaltsam und für den Moment, in dem ich sie gelesen habe, auch richtig gut. Und es gab ein richtig tolles Highlight und es gab zwei sehr, sehr gute Bücher, die mich auch überrascht haben, weil ich sie nicht allzu gut quasi eingeschätzt hätte. Von daher ein sehr schöner Lesemonat, über den ich mich sehr freue. Und jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, wie war euer Lesemonat? Was habt ihr gelesen im März? Vielleicht habt ihr auch die Bücher, die ich gelesen habe, schon mal gelesen oder kennt schon, habt schon was über sie gehört. Lasst gerne mal einen Kommentar dazu da. Vielleicht habt ihr noch weitere Empfehlungen auf Basis der Bücher, die ich jetzt gut fand, was ich jetzt noch lesen sollte. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Lasst gerne mal ein bisschen Liebe da in Form von Kommentaren oder liked doch einfach das Video oder abonniert meinen Kanal. Ich freue mich sehr über eure Mithilfe und ihr könnt natürlich auch einfach zwei weitere Videos schauen. Hier gibt es ja noch welche. Ich hoffe, wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Tschüss!